Okay, Leute, es ist Zeit, heute ganz am Anfang ein bisschen ehrlich zu sein und dann kommen wir später auf das Thema. Ich spiele seit, keine Ahnung, 12 Jahren Call of Duty und ich kann euch eins garantieren, ich habe noch nie das beste Movement gehabt oder geilsten das Aim gehabt oder sonst irgendetwas extrem geil, besser als viele andere. Es gibt richtige Movement-Götter in Rebirth, da war eine Lernkurve bei mir, aber trotzdem so Leute wie Jovo oder so sind einfach eine ganz andere Nummer. Es gibt ganz viele mit einem unfassbaren Aim, die snappen auf deinen Kopf, da hast du kaum eine Chance. Aber was ich immer konnte und wo ich wahrscheinlich besser bin als viele andere, ist eine Kategorie und zwar schlau clever spielen. In jedem COD habe ich mir meine Art gesucht, wie ich spielen möchte, damit ich persönlich oder ich für mein Team erfolgreich sein kann. Und eine dieser Spielarten, die ich in BO3 für mich perfektioniert habe, im Prinzip zwei. A, den komplett aggressiven, ich raste aus, ADRS-Jumper, ich habe BO3 geliebt. Oder den Stealthy, wenn ich Gegner hatte, gerade wenn ich allein gespielt habe, auch mal privat oder im Stream alleine, ohne Zuschauer, ohne Kumpels, ohne Freunde, dass ich trotzdem mit den Leuten es aufnehmen kann. Und Stealth-Play war in BO3 das Play überhaupt. Ich habe 5 Perks gehabt, ich hatte eine CUDA mit Schalldämpfer, keinen anderen Aufsatz, ein C4, ich hatte Totenstille, Wachsamkeit, Geist, Plünderer, flinke Hände. Ich habe gespielt wie ein Hurensohn. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe meine Streaks erreicht, ich habe meine Lobbys dominiert. Es war meine Art, gegen stärkere Gegner auf meine Art anzugehen. Und Stealth Play war schon immer in Call of Duty ein Gameplay, eine Art Gameplay. Und es war immer möglich, Schalldämpfer, Totenstille, Geist. Man ist nicht auf dem Radar angezeigt worden, man konnte nicht gehört werden, wenn man schießt. Man konnte auf dem Minimap nicht angezeigt werden. Und Infinity Ward hat ja in dem COD Next Event gesagt, dieses Jahr sollen alle Gameplay-Möglichkeiten für jeden dargestellt werden. Sentinels fürs Campen, Stalker haben sie Flankierer und Rusher genannt, Stealth Play, alles Mögliche. Und zum normalen Stealth Play gehört dazu, dass ich Geist als Perk spielen kann, was wir in der Kategorie 4 dieses Jahr wieder haben. Geist bewirkt, dass, wenn eine Drohne aktiv ist, ich auf dem Radar nicht angezeigt werde. Okay, das Geist funktioniert eigentlich schon immer so, das ist relativ klar. Zusätzlich gibt es Schalldämpfer. Und normalerweise, wenn ein Entwickler dran ist, der sich nicht nur um Sentinel schert und nicht nur um den letzten Dollar, haben wir es so, dass du auf der Minimap angezeigt wirst, ohne Geist, ohne alles, wenn du eine Waffe abfeuerst. Hier in Call of Duty Modern Warfare 2 ist es so, dass du selbst wenn du eine Waffe ohne Schalldämpfer abfeuerst, auf der Minimap vom Gegner nicht angezeigt wirst, es sei denn, der Gegner hat eine Drohne aktiv. Wenn ihr eine Drohne aktiv habt und ein Gegner ohne Schalldämpfer schießt, seht ihr es auf der Minimap, dass er schießt. Genauso, wenn ihr eine Drohne aktiv habt und er keinen Geist hat, sieht man, wo er auf der Karte ist. Der rote Punkt und man kann in die Richtung jagen oder hat einfach schon mal ein besseres Verständnis, wo sind die Gegner, wo sind Gunfights und und. Dieses Jahr ist es so, dass wir, glaube ich, verarscht werden. Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Und zwar haben viele Leute in den letzten Tagen darüber berichtet, dass es wohl so aussieht, als wenn Geist und Schalldämpfer nicht funktioniert. Und meine erste Empfehlung, bevor ich euch jetzt erkläre, warum, und ich habe es wieder getestet für euch, Gott sei Dank habe ich meinen zweiten Account mittlerweile, meine erste Empfehlung, es gibt in der 4. Perk-Kategorie ein Perk, was sowieso besser ist als Geist. Geist ist ein Schmutzperk. Selbst jetzt, wo es nicht gut funktioniert und auch vorher war es das. Das beste Perk, was ihr in Kategorie 4 nehmen könnt, ist Quickfix. Wenn ihr von euch selber der Auffassung seid, dass ihr kein so schlechter Spieler seid, spielt Quickfix. Aber jeder darf so spielen, wie er will, wenn ihr Geist spielt. Und ihr der Meinung seid, dass ihr mit Geist, was halt dumm ist, weil man kriegt Geist ja immer erst nach ein paar Kills und es dauert immer. Also gerade Drohnen sind am Anfang super, super effektiv, weil die ersten 3-4 Minuten eines Games hat niemand Geist, weil es in diesem Game nicht geht. Aber viele von euch bauen sich ihre Klassen mit Schalldämpfer, weil sie wissen, wenn eine Drohne aktiv ist und ich schieße, sieht keiner auf dem Radar, dass ich schieße. Und Geist, so dass die eben relativ viel von der Minimap entfernt bleiben. Jetzt hat Infinity Ward euch allen aber ein Ei ins Nest gelegt und ich habe das heute getestet. Aus welchem Grund auch immer. Ich behaupte, das ist Absicht. Es kann aber auch sein, dass es ein Bug ist. Wir hatten das ähnliche in Vanguard mit den Subsonic Rounds. Wenn ihr Geist habt
und eine Waffe mit Schalldämpfer. Und ich habe alle Schalldämpfer der MPs ausprobiert, die da sind. Und es wird auch bei den ARs und so keinen Unterschied machen. Wenn ihr Geist habt und einen Schalldämpfer auf der Waffe und ihr schießt, während ihr Geist habt, mit einem Schalldämpfer und der Gegner hat eine Drohne, werdet ihr auf seiner Karte angezeigt. Nicht so lange, als wenn ihr keinen Schalldämpfer hättet, aber ihr werdet trotzdem angezeigt. Das heißt, wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr den ultimativen Bild habt, damit ihr bei gegnerischen Drohnen, wenn Geist bei euch aktiv ist, nicht angezeigt werdet, hat euch Infinity Ward verarscht. Ich habe es getestet, ich habe es mit allen Schalldämpfern getestet. Sobald ein Gegner eine Drohne aktiv hat, sieht er auf der Minimap alle Leute ohne Geist. Er sieht euch mit Geist nicht, es sei denn, ihr schießt eure Waffe mit Schalldämpfer ab. Das bedeutet, so wie das für mich aktuell aussieht, der Schalldämpfer deaktiviert die Wirkung von Geist. Das bedeutet, wenn ihr nur Geist mitnehmt, könnt ihr nicht schießen, während eine Drohne aktiv ist, weil ihr angezeigt werdet. Wenn ihr einen Schalldämpfer mitnehmt, könnt ihr nicht schießen, weil es Geist deaktiviert. Wenn ihr keinen Geist mitnehmt und nur den Schalldämpfer, werdet ihr bei den Schüssen nicht angezeigt, dafür aber da, wo ihr langlauft, denn Geist ist ja bei euch nicht mit drinne. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Das ist meiner Meinung nach Verarsche. Denn wenn jemand Geist als Ultimate Perk nehmen will, was ja schon die letzte und eigentlich stärkste Kategorie ist, dann sollte man davon ausgehen, wenn dieser Spieler sagt, mein Spielstil ist, ich will mit Schalldämpfer und Geist spielen, ich will nicht sofort erkannt werden, ich will ein bisschen vorsichtiger spielen, sollte der Spieler, so wie die Perks das suggerieren, diese Möglichkeit bekommen. Und es ist ja nun schon so, dass die Minimap verkackt wurde. Und das haben sie ja mit Absicht gemacht, damit Sentinel, der irgendwo in der Ecke sitzt, nicht, wenn er seine Waffe abfeuert, sofort auf der Karte angezeigt wird. Wenn man jetzt aber noch den Spielstil von Geist rausnimmt, im Prinzip, oder eher von Schalldämpfer, stellen sich für mich zwei Fragen. Warum muss man ein gesamtes Game ausschließlich auf die schlechtesten Spieler ausbilden, wenn man doch immer noch Skill-Based Matchmaking hat? Man muss doch nicht jede Gameplay-Entscheidung für den wirklich mit Abstand schlechtesten Casual bauen, während er auch noch den Schutzmechanismus Skill-Based Matchmaking hat. Und die zweite Frage, die vielleicht einige von euch sich jetzt auch stellen, wenn sie so in ihre Klassen reingucken: Was genau ist jetzt die Funktion von Schalldämpfer eigentlich? Denn seien wir ehrlich, mit einem halbwegs vernünftigen Headset könnt ihr auch die Schüsse rein akustisch von Leuten mit Schalldämpfern hören. Das heißt, die Schüsse sind vielleicht leiser, aber ihr hört sie trotzdem noch genauso gut, auch auf Entfernung, wo es relevant ist. Das heißt, das bringt der Schalldämpfer nicht. Ihr werdet trotzdem auf der Minimap angezeigt, wenn eine Drohne da ist. Das heißt, da bringt der Schalldämpfer auch nichts. Und gerade in diesem Game haben die Schalldämpfer unfassbar viele Nachteile. Die ZV-Geschwindigkeit, wie schnell ihr eine Waffe sind, ist unfassbar langsam mit den meisten. Die Reichweite wird verringert, unfassbar schlecht. Das heißt, wenn man sich das ganz nüchtern anguckt, ist die Funktionsweise von Geist eingeschränkt, von Schalldämpfer ist einfach gar nicht da. Und so wie es aussieht, scheint das auch kein Bug zu sein, denn die ganzen Bugs und bekannten Probleme hat Infinity Ward ja in diesem Trello-Board veröffentlicht und davon ist nirgendwo die Rede. Das heißt, es kann sein, dass sie es zum 16.11. fixen, mit den Subsonic Rounds in Vanguard war es auch so. Wenn ihr die in der Waffe hattet, das war ja der Schalldämpferersatz, war es so, dass ihr nicht auf der Karte angezeigt werden solltet. Wenn ihr schießt, ihr wurde trotzdem angezeigt. Oder sie haben es mit Absicht gemacht, um wirklich jeden einzelnen Spielstil aus dem Game zu nehmen, außer Sentinelen. Und ich sag's euch Leute, in manchen Runden habe ich das Gefühl, wenn ich mit meinem Team mich nicht bewegen würde, würde die Runde 0-0 ausgehen, denn es ist teilweise eine Suche von Gegnern. Das Campen in diesem Game ist an einem so riesigen Zeitpunkt mittlerweile, was einfach daran liegt, dass jeder Angst hat, sich zu bewegen, denn die Fußschritte sind laut, es gibt keine Totenstille und es gibt ja auch keinen Grund, sich zu bewegen, weil wenn man schießt, wird man auf der Karte nicht angezeigt. Wenn man läuft, macht man Geräusche, man ist super laut, die ADS-Time aus dem Sprint, bis man schießen kann, ist super lang, länger als die meisten Waffen brauchen, um dich zu killen. Das ist echt ein Problem. Und ich bin mir sicher, einige von euch sollten sich jetzt überlegen, ob sie Geist weiterhin als Perk haben wollen oder ob ihr vielleicht jetzt überlegt, Quickfix zu nehmen. Ein separates Video zu Quickfix bekommt ihr auch noch, Leute. Ich erkläre euch, wie schnell ihr heilt, wann ihr wie heilt, wie langsam ihr sonst heilt.
hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Support würde ich mich riesig freuen. Ich bin raus.